Also ich heiße Marc, bin Geselle jetzt, habe ausgelernt, habe 3 Jahre Bäcker gelernt und bin hier angestellt jetzt. Ja. Aber Bäcker war jetzt nicht so mein Traumberuf, wo ich sage, ja, will ich auf jeden Fall machen. Einmal pro Woche muss ich in die Berufsschule. Ich arbeite mit dem Hubkneter, mit dem Spiralkneter, Etagenofen, dem Stickenofen, der Presse und der Schrippenstraße. Mein täglicher Arbeitstag beginnt damit, dass ich Schrotbrot aufarbeite, dann andere sämtliche Brotsorten, die wir noch haben im Angebot. Dann mache ich Schrippen, alle Handbrötchen und dann fange ich an, die Backstube sauber zu machen. Das Nachtsarbeiten gefällt mir an dem Beruf. Ich komme mit meinen Kollegen gut klar, ja, wir verstehen uns auf jeden Fall. Also im ersten Lehrjahr habe ich Plündersachen gemacht, alles mögliche wie Schokocroissants, Kränze, Kirschplünder. Im zweiten Lehrjahr habe ich allerhand Brötchen gemacht und im dritten dann mache ich Brote aufarbeiten, Sauerteig. Also man kann noch einen Meister dranhängen oder auch in die Richtung Konditorei noch lernen. Und als Meister kann man dann noch ausbilden. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. Also Hauptschule reicht auch für Bäckerei, also als Bäcker. Man muss halt nur fleißig sein. Das ist das Wichtigste. Aufstehen kann man nicht pauschal sagen, weil die Sache ist halt, dass jede Bäckerei anders anfängt. Ich kenne Bäckereien, die fangen um 19 Uhr abends an. So. Aber es gibt auch Bäckereien, die fangen erst um 8 Uhr an und machen das über Langzeitführung.